Hallo, ich bin die Heike von Petras Bastelnews. Ich bastel mit euch heute einen Schmetterling. Der sieht so aus. Als erstes backen wir unser Bäckchen aus und nehmen die Teile raus, was wir brauchen. Die Wolle, unser reifen Körper und Kopf, die Flügel des Schmetterlings. So, sieht man mal um. So, da haben wir jetzt die Fühler noch. Eine Filznadel, eine Spirale und das ist der Verbindungsstecker für den Kopf, was wir später brauchen. Als erstes bemalen wir uns die Flügel, dann können die trocknen. So, mal ein bisschen Geld nehmen. Ein bisschen Orange. Und ein handelsübliches Schwämmchen. So. Geht etwas in die Gelb. Jetzt wird der Flügel zügig gelb bemalt. So. Jetzt nehme ich das Orange und schattiere den ganzen noch ein drüber. Ihr müsst immer denken, je feuchter die Farbe ist, desto schöner wird eure Schattierung. Also lasst es nicht zu lang antrocknen, sondern zügig durchmalen. So, nachdem wir jetzt alle Flügel bemalt haben, haben wir noch die Fühler. Dann nehmen wir ein bisschen Schwarz und malen die auch gleich mit an. So, könnt ihr schön da unten festhalten am Stäbchen. So, jetzt kann das in Ruhe trocknen und wir fangen das Filzen an. Ihr habt die braune Wolle für den Körper. So, SI ist unser Körper, die Kugel ist der Kopf. Jetzt wird die Wolle etwas gezogen, über das Ei gelegt und mit dem Schnellfilzer festgedrückt. Wer keinen hat, natürlich wie immer mit der normalen Nadel, die ist auch in eurem Päckchen, ausziehen von der Hülle, einstechen, kurz hochgehen und nachhaken. Wie so ein kleiner Specht. So, und jetzt macht er die ganzen beiden Kugeln und das Ei komplett mit Braun bedeckt ist. Damit ihr nicht so lange warten müsst, haben wir das natürlich vorbereitet. Das sieht also dann so aus. Da haben wir das Ei und hier haben wir die Kugel. So. Als nächstes braucht man die Schwarz für die Nase. Nehmt euch ein bisschen Schwarz ab und die wird jetzt wieder vorgeformt mit den Fingern, dass es ein wenig oval wird. Legt es auf eure Kugel auf und jetzt bitte nur außenrum einstechen, damit die schön plastisch bleibt. Wenn ihr mal ein Stück gemacht habt, könnt ihr das auch loslassen, ohne dass ihr euch davon hüpft und könnt die Form noch ein wenig vorgeben. So, und schon ist sie fertig. Jetzt haben wir die Weiß, ein bisschen Weiß abzupfen. Auch wieder als Oval durchformen. So, jetzt lege ich mir es oberhalb der Nase an, halten es fest, nehmen wieder die Nadel und stechen es erstmal unten drum ein. Gehe dann gleich ein bisschen mit hoch. Dann kann man es wieder loslassen und die Form weiterführen. Es lässt rund gehen, dass es ein wenig oval wird. Wieder den Schwarz für die Pupille. Ein bisschen nehmen und ein wenig vorformen. Jetzt legt man es in der Mitte an, hält es mit dem Finger wieder ein wenig fest und sticht nur leicht rein. Es zieht sich, also ihr seht es, automatisch zusammen und wird schon oval oder rund, wie ihr es haben wollt. Das ist aber eine Geschmackssache. So, seht ihr? Als nächstes die Augenbrauen wieder ein bisschen abzupfen, das ist fast ein wenig viel schon. Also ganz wenig nehmen, dann knicke ich es oben ein bisschen um. Jetzt lege ich es mir da an, halte es mit dem Finger fest. So. Jetzt wird es von unten her nur reingestoßen. Ihr seht auch, dass sich das wunderbar verbindet. Die feinen Fransen zieht es automatisch mit ein. So.
Beim Mund ist es dasselbe, ein bisschen länger, die Fluse lassen, wieder unten ein wenig einknicken. So, jetzt lege ich es da an, ziehe mir so unter der Nase, dann kann ich noch, wenn es zu lang ist, noch ein bisschen abreißen. Und jetzt wieder angefangen und es eingestochen. Denkt an euer Widerhaken, dann funktioniert es und bleibt schöne Verbindung zum Untergrund. Brauchen wir noch ein wenig Lichtpunkt für die Nase. Ganz wenig Weiß genommen. Sieht man wieder ganz fluselig. Ein bisschen zusammenmachen. So, dann lege ich das leicht da oben an dem Schwarz an. Wieder nicht bis zum Untergrund durchstoßen, sondern nur ganz leicht eingestochen. So. Und schon haben wir es fertig. Dann nehmen wir noch eine kleine Fluse, die nehmen wir noch mit. Arbeitet das andere Auge genauso. Das haben wir natürlich schon mal vorbereitet. So sieht er dann aus. So, als nächstes nehmt ihr euer Ei und euren Verbindungsstecker und wir brauchen noch ein wenig Kleber dazu. So, dann ein Messer. Küchenmesser tut es also auch, wer es nicht hat. Die Spitze vom Ei ist hinten. Das ist unser Ausgangspunkt. So etwa von der Mitte vom Ei. Kleines Schlitzchen machen. So, jetzt gebe ich ein wenig Kleber drauf. Schiebe das rein in den Schlitz. Gebe wieder ein wenig Kleber drauf. So, jetzt brauchen wir unsere Kugel. Die schaut nach vorne, also nicht, dass er wie beim Stehenden hier ansetzt, sondern wir müssen hinten ansetzen. Ich mache es zwischen den Augen durch. So etwa und dann mache ich wieder einen kleinen Schnitt. Wichtig, immer gut den Filz durchtrennen. So, jetzt stecken wir es rein. So, und schon ist unser Flieger fast fertig. Als nächstes machen wir die Hörnchen. Natürlich sind die beidseitig bemalt. Habe ich aber auch schon vorbereitet. Schneidet hier oben wieder ein, so über der Augenbraune. So, ein bisschen Kleber drauf. Und den stechen wir jetzt hier rein. So. Machen wir es nebenan gleich selber. So sieht er aus. Als nächstes müssen wir unsere Rückseite von unserem Flügel noch bemalen. So, nachdem alle Flügel bemalt sind und getrocknet sind, nehmen wir unseren Körper und schneiden so von der Hälfte an vom Ei richtig auf. Wieder gut aufpassen, dass das Filz gut durchtrennt ist. Nehmen wir den Kleber, jetzt nehmen wir unseren Flügel, geben auf die Spitzen und in diesem kleinen Zwischenraum tue ich einmal ganz gerne noch ein bisschen Kleber drauf. So, und jetzt wird es seitlich nur eingestochen. So, jetzt brauchen wir ein kleines Teil dazu, auch da bitte wieder Kleber auftragen. Und entgegengesetzt. Etwas höher, dann sieht es aus, als wenn er flattern würde. Man kann es gut erkennen. So, jetzt die andere Seite. Ich richte mich jetzt immer nach dem Ring, lasse ein Stück frei und schneide jetzt die andere Seite wieder komplett auf. Flügel nehmen, Kleber drauf, und einstechen. Kleine Teil noch,
schräg ansetzen und reindrücken. So. Jetzt ist er so gut wie fertig. Um fliegen zu lassen, haben wir die Spirale noch. Nehmt euch ein Aufhängerband, zieht es durch die obere Öse durch. Dann macht man oben einen Knoten. Hier ist jetzt wichtig, ein wenig darauf zu achten, dass ihr das leicht versetzt eindreht. Und zwar aus dem Grund, wenn ich es genau in der Mitte habe, würde er so fliegen. Das heißt gerade, man sieht fast nichts davon. Wir wollen aber auch die schönen Flügel sehen, also soll er ein wenig leicht schräg. Das heißt also, ich gehe nicht wie normal in der Mitte her, sondern gehe leicht versetzt rüber. Und mache da wieder ein kleines Loch. So, jetzt nehme ich die Spirale und versenke die im Styropor. Kann man also bis zum Anschlag eindrehen. So, wenn ich es jetzt so halte, seht ihr, dass sehr schräg ist und man auch wirklich gut die Flügel erkennen kann. Ihr habt natürlich jetzt auch die Möglichkeit, die Flügel noch zu gestalten, zum Beispiel mit Glitterglue, ihr könnt Strasssteinchen nehmen, also was es Herz begehrt. Man hat so viele kleine Sachen daheim, wo man sich da gut dran mit aufhängen kann. Da hier ist zum Beispiel mal der Glitterglue mit drauf, es funkelt recht schön. Also macht sich ganz gut. Hier haben wir es mal mit unserer Mineralpaste außenrum verwendet. Die wird also auch nur aufgetragen und dann etwas mit Goldwachs eingetupft. Also macht sich auch ganz gut. Also wie gesagt, lasst euer Fantasie. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln. Ihr seht viele Farben, viele Möglichkeiten, viele Variationen, was ihr basteln könnt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.